Heute ist wieder mal Checkout-Time. Wir verlassen hier gleich unser kleines Apartment in Tulum und laufen vielleicht. Vielleicht fahren wir auch Taxi, mal gucken, ob wir eins finden, zur Busstation, um von da aus weiter zur Fähre zu fahren. Wo ist die Fähre eigentlich? Ich glaube, es sind ein paar Minuten. Wie heißt denn der Ort, wo die Fähre Playa ist? del Carmen. Ach ja, okay, gut. Genau, da nehmen wir eine Fähre und dann fahren wir auf die Insel Cozumel. Und da bleiben wir dann auch wieder ein bisschen. Aber heute ist erstmal Weiterreise angesagt. Ich habe nicht so Lust. Aber wenn wir da sind, wird es richtig cool. So, wir haben es finally auf die Fähre geschafft. Von Playa del Carmen nach Cozumel, aber uns ist ein richtiger Anfängerfehler passiert. Wir haben beim Ticketschalter für diese Fähre uns richtig über den Tisch ziehen lassen. Da stand so ein Dude, auch mit so einem offiziellen T-Shirt, direkt am Ticketschalter und hat uns Tickets verkauft für diese Fahrt, für eine einfache Fahrt. Und am Ticketschalter war eine Schlange. Wir hatten Zeitstress, weil wir dachten, wir schaffen diese Fähre nicht mehr, weil der Bus auch ein bisschen Verspätung hatte. Und dann haben wir für diese Fährtickets einfach mal das Doppelte bezahlt. Also eigentlich kosten die 250 Pesos das Stück. Wir haben 500 pro Ticket bezahlt. Richtig frech, richtig dreist. Wir haben uns sau geärgert, haben es aber halt auch erst gecheckt, als wir dann durch die Kontrolle durch waren. Und dann geht man ja auch nicht wieder zurück. So, weil ja, dann hat man ja auch kein Ticket mehr. Jo, also diese Fähre ist zwar groß, aber es schaukelt ganz schön doll. Die Wellen sind groß. Ja. Jetzt fahren wir, glaube ich, eine Stunde. Okay. Die Leute rasten richtig aus. Ich weiß nicht, ob das so ein Achterbahn, wir haben Spaß, schreien ist, oder ein Hilfe, wir haben Angst. Keine Ahnung, so schlimm ist es nicht. Zumindest hier nicht. Es klingt dramatischer, als es ist. Wir sind da. Die Fähre hat nur eine halbe Stunde gedauert. Und jetzt sind wir hier gerade auf Cozumel angekommen. Laufen jetzt noch 10 Minuten bis zur Unterkunft. Und dann war es das. Es war eigentlich echt eine sauentspannte Anreise. Das mit den Fährtickets war natürlich ein Abfuck, ne? Also, das war blöd. Aber gut, egal. Soll uns eine Lehre sein. Und ja, jetzt gucken wir erstmal, wie unsere Unterkunft aussieht. Aber der erste Eindruck von hier ist echt vielversprechend. Hier ist kein Seegras im Wasser, beziehungsweise kaum. Das ist richtig cool und ja, sieht auf jeden Fall so aus, als würde es hier eine ganz coole Fußgängerzone geben oder so eine coole belebte Zone, wo halt ja so Läden und Restaurants und so sind. Kann man sich ja mal auschecken. Also ein cooles Schiffswrack im Wasser, was so komplett voll gesprayt ist. Sieht auch nice aus. Boah, ist warm. Warm, warm, warm. Und das Gepäck ist schwer, schwer, schwer. Aber wir sind gleich da. So, nachdem wir jetzt die letzten beiden Tage erfolgreich mit Rumgammeln verbracht haben, haben wir gedacht, werden wir heute mal wieder unsere Unterkunft verlassen und zu einem Beach Club fahren. Das Ding ist nämlich, es gibt hier nicht so geile Strände. Also die gibt es schon auf der Insel, aber die sind halt nicht so easy zu erreichen. Den allergeilsten Strand kann man wohl nur mit einer Tour mit dem Boot erreichen. Das wollten wir eigentlich heute machen, aber weil die letzten Tage irgendwie starker Wind war, ist der Strand gesperrt. Keine Ahnung, was der Wind damit zu tun hat. Heute ist der Strand auch noch gesperrt, aber ab morgen ist er wieder geöffnet. Deswegen machen wir die Tour jetzt morgen und ja, fahren heute in so einen Beach Club. Ja, das sind halt so die Möglichkeiten, die man hier hat, um
einen Tag am Strand zu verbringen. Fahren jetzt gleich mit dem Taxi hin. Wir hoffen, dass wir hier irgendwie eins an der Straße finden, das uns aufgabelt. Und dann ist es so, dass es einen fixen Eintritt gibt. Der kostet 20 Euro Eintritt pro Person, was ich schon ganz schön happig finde. Aber das ist halt gleichzeitig auch Verzehrgutschein. Das heißt, wir trinken da was, wir essen da was. Wir können da den Tag am Strand verbringen. Es gibt wohl auch einen Pool, es gibt Liegen. Ist wohl eine ganz coole Location. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Was übrigens auch richtig geil ist, das hier ist die Straße, an der wir wohnen. Und da vorne ist schon das Meer. Sogar zwei. Okay, schade, das war wohl nix. Ist voll. Also zumindest die Liegen sind alle voll. Wir hätten zwar noch reingekonnt, aber hätten dann keine Liege mehr gekriegt und trotzdem 20 Euro zahlen müssen dafür, dass wir irgendwo am Beckenrand sitzen oder auf dem Boden oder so. Keine Ahnung. Ja, wird auch nicht so geil irgendwie. Schöner ist halt, wenn man eine Liege hat, vor allem wenn man so viel Geld dafür bezahlt. Und jetzt laufen wir wieder weg. Es lagen halt auch zwei große Kreuzfahrtschiffe da, ne? Philipp hat es schon vermutet. Ich hatte gedacht, ach, die werden doch sicherlich mehr in der Stadt rumlaufen. Aber nein. Also, hier ist nichts zu machen. Wir haben jetzt gesehen, nebenan ist noch was anderes. Probieren da mal unser Glück. Müssen aber erstmal gucken, wie man da überhaupt hinkommt. Suboptimal. Wir haben jetzt hier direkt nebenan einen anderen Beachclub ausgemacht. Gucken mal, ob wir da mal rein sneaken und fällt es ja auch ganz cool. Ja, und so sieht das Meer hier aus, ohne Seegras. Das ist saumäßig schön. Wir hoffen, dass wir da heute noch reinspringen können. Sehr geil. Wir sind zurück in der Unterkunft. Das mit dem Beach Club hat ja heute mal so gar nicht funktioniert. Also wir haben noch zwei, drei weitere ausgecheckt. Der erste war ja voll. Der zweite, da hätten wir zwar noch einen Platz bekommen, der wäre auch günstiger gewesen, aber saunervig. Also wirklich, da waren die Liegen aufgereiht, hunderte in einer, also hunderte Liegen waren aufgereiht. Teilweise auch in der prallen Sonne, wo man auch wirklich nicht liegen möchte oder nicht liegen kann. Haben uns noch irgendwie ein paar weitere angeguckt, auch kleinere, aber das war alles überfüllt, also keine Chance. Und deswegen haben wir uns dann letztendlich entschieden, einfach ja keinen Beachtag zu machen und sind dann zu Fuß den ganzen Weg, das waren bestimmt 4 Kilometer, zurückgelaufen, weil wir es auch nicht eingesehen haben, nochmal Geld fürs Taxi zu bezahlen. Deswegen sind wir heute gar nicht im Wasser gewesen und ja, haben uns noch eine Kokosnuss gekauft auf dem Weg, weil wir es war saumäßig heiß und ja, dann wieder zur Unterkunft zurück. Aber jetzt gehen wir noch mal raus, weil wir haben richtig Hunger und wir gehen jetzt entweder ein Burrito essen oder Tacos essen und ich habe richtig, richtig Bock. Ich habe so einen Hunger. Aber was ich noch zusammenfassend sagen wollte, es ist zwar eine Insel, das Meer ist saumäßig schön, aber so richtig Strandurlaub kann man hier nicht machen. Es sei denn, man ist in so einem Hotelklotz, der dann einen eigenen Strand hat. Aber so diese weißen Sandstrände, die gibt es hier nicht. Zumindest nicht hier unmittelbar am Ort. Naja, das dazu. Wir gehen jetzt was essen. Retirárselo para...
Ja.